Hallo von mir, Philipp. Wie man schon hört, ich bin aus Österreich. Ich werde mich bemühen, möglichst wenig komische Worte zu verwenden. Wenn ich hier Beistrich sage, versteht ihr nicht, was ich meine, oder? Nee, Komma. Ich werde mir Mühe geben, keine ganz komischen Worte zu verwenden. Ich arbeite für die Firma Elastic, die hinter Elasticsearch, Logstash, Kibana, Beats, also das, was mal ELK-Stack genannt wurde, was wir jetzt immer versuchen, Elastic-Stack zu nennen. Meine Kollegen und ich, wir versuchen, das zu bauen. Ich bin Teil von unserem Infrastructure-Team, sprich, wir machen sowas wie internes Tooling, Docker-Container, alles rund um AWS etc. Das heißt, ein bisschen so mehr die sich um das Thema Ops kümmern. Und ich sage dann immer, das ist eine Unix-Pipe. Ich pipe das mehr oder weniger into Developer Advocacy hinaus. Jetzt ist Sommer, jetzt bin ich nicht auf so vielen Konferenzen, aber normalerweise, ich weiß nicht, ich mache ungefähr 50 Konferenzen im Jahr oder so, irgendwie sowas ungefähr. Ich baue hochgradig überwachte Hello World Applikationen. Also das ist jetzt keine echte Applikation. Es soll auch nicht von der Komplexität her das versuchen wiederzuspiegeln, wobei es versucht mittlerweile mehr oder weniger alles zu machen. So wie sich es für eine gute Demo gehört, habe ich heute noch untertags alles umgebaut. Ich habe jetzt alles von HTTP auf HTTPS umgestellt. Wir werden dann sehen, was jetzt noch funktioniert und was nicht funktioniert. Aber es sollte sich immer mehr einer richtigen Applikation mehr oder weniger annähern. Dieser Tweet war mehr oder weniger der Aufhänger für diesen Talk, dass sobald man irgendwelche verteilten Applikationen hat, dass das Ganze irgendwie mehr in Richtung von einem Krimi normalerweise geht, weil man beginnt dann da was zu suchen und dort was zu suchen. Und wer verwendet noch SSH und Tail? SSH und was? Tail oder Less oder was auch immer, Notepad, okay, das sind doch einige. Wer verwendet verteilte Applikationen und versucht sie zu überwachen? Wer verwendet verteilte Applikationen, also mehr als 3, 4 Services oder Server, und versucht es dann noch immer mit SSH und Tail? Irgendwer? Tut es schon genug weh? Oder? Weil normalerweise beginnt es dann irgendwann ein bisschen schmerzhaft zu werden, wenn man einfach, also ich kenne das selber, dann weiß man nicht mehr, auf welchen Server man gerade per SSH verbunden ist und welche Logfiles man sich denn da gerade anschaut. Und irgendwann hat man dann gar nicht mehr so den guten Überblick, was denn so im System passiert. Und das soll mehr oder weniger der Anstoß sein, wie könnte ich das Ganze denn verbessern. Wie lange ist es so, alles ist gut, bis es irgendwann nicht mehr gut ist. Weil irgendwann ist dann gar nichts mehr gut. Und den Zustand, also wenn man da ist, dann versuchen wir das sozusagen da vorher schon dagegen einzuwirken. Und Sam Newman, der ist auch ganz groß in dem Thema Microservices drinnen, der hat auch das einmal sehr schön gesagt. Also das Erste, was man braucht, irgendein zentrales Logging. Und das Zweite ist, man braucht irgendwelche Correlation-IDs. Das heißt, wenn ich irgendeinen Request hereinbekomme, möchte ich den möglichst quer über all meine Services nachverfolgen können. Und das sind zwei von den Punkten, die wir uns jetzt heute anschauen wollen. Also wir werden so verschiedene Dinge machen. Wir werden uns anschauen Logs, wir werden uns anschauen Metriken, wir machen diese Traces quer über verschiedene Services drüber. Wir pingen Services und schauen, ob sie noch da sind. Und wir werden das alles möglichst live machen. Also alle, die ein Handy oder einen Laptop offen haben, können dann auch selber die Requests generieren, weil das sind genau die wir brauchen, um unser Service dann nachher zu überwachen. Sprich, das Thema ist einfach alles überwachen, was wir so in unserer Applikation haben. Das hatten wir schon. Der ganze Code ist auf GitHub und ändert sich dann regelmäßig. Hoffentlich funktioniert heute alles. Das heißt, wir nehmen eine ganz einfache Applikation. Ich nehme jetzt einfach Spring Boot, einfach weil es einfach ist, nicht weil ich jetzt irgendwas Spezielles mit Spring Boot mache. Und es ist sehr simpel gehalten. Also ich mache jetzt kein Load Balancing, Auto Discovery, wie auch immer. Wie auch immer gerne dieses Microservice-Thema machen möchte. Ja, man könnte schon sagen, es ist ein Microservice, aber ich verwende eher diese Definition hier. Ich verwende alles ganz kurz, es ist jetzt nicht sehr intelligent oder großartig auf irgendwelche Microservice-Patterns aufgebaut. Und das Ganze läuft, damit ihr diese Requests generieren könnt, in der Cloud. Es läuft auf AWS Lightcell, das sind deren billige Server, ich glaube, die beginnen bei $5 im Monat oder so. Wir verwenden jetzt für die Demo 3 Stück. Das Cloud-Zeugs ist alles mit Terraform konfiguriert und der Rest ist mit Ansible automatisiert. Also wer das Ganze dann zu Hause selber ausprobieren möchte, kann das einfach hochstarten und mit ein paar Befehlen sollte es dann reproduzierbar sein. Wir haben unser eigenes Cloud-Angebot, dort logge ich dann das Ganze hin, man kann das Ganze aber natürlich auch selber betreiben. Alternativ, wer das Ganze lokal betreiben möchte,
Ich glaube, da habe ich noch nicht den ganzen Code gepusht, aber wie sollte es anders sein? Natürlich muss es Docker verwenden. Wird dann auch in der nächsten Woche oder so irgendwann online sein. So, und alles, was wir verwenden, ist klarerweise Open Source. Also die Produkte von uns sind alle Apache 2 lizenziert und kann jeder selber betreiben, verändern, verwenden, wie er möchte. Und das ist der... Das war mal sozusagen Teil des ELK-Stacks. Mittlerweile haben wir noch ein neues Produkt, das heißt Beats. Und da in ELK kein B vorkommt, haben wir es dann irgendwann umbenannt. Wir haben es dann zuerst mit dem Namen Beats oder Elk B probiert, wegen eben diesen Beats. Da das Ganze aber immer auf Skalierung ausgelegt ist, wäre dieser Name nicht sehr skalierbar, weil wenn wir jetzt noch ein neues Produkt da hinzufügen, müssen wir wieder ein neues Tier erfinden. Und Elk geht noch. Belk oder Elk B, das hat dann so Elchgeweih und Bienenkörper, das ging vielleicht auch noch, aber wenn noch ein neues Produkt dazu kommt mit einem anderen Buchstaben, es wird immer schwieriger, Tiere zu erfinden, die dann so ausschauen. Deshalb versuchen wir das Ganze jetzt einfach Elasticsearch zu nennen, sprich, wir verwenden heute für die Demo nur Beats, das sind mehr oder weniger leichtgewichtige Agents oder Forwarder, die die Informationen einsammeln, die sind in Go geschrieben, sprich, native Binaries, möglichst leichtgewichtig. Einziger Nachteil, es läuft nicht unter AIX, falls irgendwer AIX verwenden muss, weil es dort kein Go gibt. Ansonsten gibt es eigentlich die Beats überall, die leiten dann Informationen weiter an Elasticsearch, das das Ganze speichert und Kibana ganz oben macht dann die Visualisierung, wo wir uns anschauen können, was passiert. So, Monitoring. Wir haben etwas, das heißt Metric Beat. Das hat am Anfang geheißen Top Beat, das genau das macht, was Top gemacht hat, aber mittlerweile macht es ein bisschen mehr. Schauen wir uns das Ganze einfach mal interaktiv an. Ich habe, jetzt muss ich mich auf den richtigen Server finden und das ist wesentlich zu klein. So. Wir haben eine Java-Applikation, der wir 512 Megabyte Memory geben. Und wir lassen einfach einen Jar laufen, das heißt Bad Jar. Das ist die typische Java-Applikation, das allokiert Memory, bis es in ein Out-of-Memory läuft. Also mehr oder weniger das, was man so erwarten könnte. Also er allokiert es einfach hier Memory. Dauert dann kurz und irgendwann läuft er in ein Out-of-Memory und das Ganze ist dann verstorben. Jetzt möchte ich das Ganze aber mehr oder weniger möglicherweise zentral sehen, was tut sich denn hier. Dafür haben wir etwas, eben dieser Metric Beat, der hat auch vorgefertigte Dashboards, also da ich faul bin, habe ich mir das jetzt nicht selber alles gebaut. Da haben wir etwas, das kann mir die Prozesse anzeigen, die ich so laufen habe. Und ich hätte jetzt gerne nicht diesen Zeitabschnitt, sondern sagen wir mal die letzten 15 Minuten. So, und jetzt sehen wir, insgesamt habe ich meine drei Server laufen, Monitor, Frontend und Backend. Die haben insgesamt 91 Prozesse laufen, die Anzahl der Prozesse ist relativ stabil. Und dann sehen wir, hier haben wir, ich mache das eine Spur kleiner, dass man alle drei sieht, also das ist die CPU, links CPU, rechts Memory, Auslastung der drei Server. Und da zeigt sich, glaube ich, schon recht gut, auf welchem Server denn jetzt mein Bad Jar gelaufen ist, weil hier gibt es plötzlich so einen Spike. Wir können da jetzt ein Auto-Refresh auch aktivieren. Sagen wir mal, alle 5 Sekunden lade dich neu. Und da sieht man, da war irgendwas und jetzt ist es bereits wieder weg. Das heißt, da sehe ich eigentlich recht nett schon, wo mein Bad Jar gelaufen ist. Wenn ich vorher keine Ahnung gehabt hätte oder wenn ich irgendwelche anderen Prozesse habe, die plötzlich Amok laufen, kann ich das da sehr leicht und sehr schön sehen. Außerdem habe ich dann da weiter unten auch die gesamte Prozessliste und man sieht, das, was irgendwie am meisten Ressourcen braucht, ist wenig überraschend, Java hier. Kann man jetzt natürlich auch selber eine derartige Ansicht bauen. Was auch immer jetzt gerade hier passiert, hier dürfte irgendein anderer Prozess laufen, der gerade mehr Memory braucht. Ich kann mir aber natürlich selber auch eine derartige Visualisierung bauen. Wer die klassischen Visualisierungen in Kibana kennt, oder fangen wir mal anders, wer hat schon mal Kibana verwendet? Das sind einige. Die Ansicht hier ist möglicherweise neu. Wir haben jetzt eine neue, etwas aufgebohrtere Visualisierung gebaut, die heißt Visual Builder. Kennt irgendwer schon den Visual Builder? Irgendwer? Nein? Sehr gut, kann ich was Neues hier zeigen. Der Visual Builder ist etwas, was ausgelegt ist, um Zeitseriendaten zu bauen. Und es ist ein bisschen, es braucht einiges Herumgeklickse, aber dann kann man damit sehr viele verschiedene Dinge bauen. Also hier möchte ich zum Beispiel sagen, also momentan habe ich den Count aller meiner Dokumente, die ich so in Elasticsearch gespeichert habe. Das sind etwa 550 oder so pro Zeiteinheit und ich glaube die Zeiteinheit sind immer 10 Sekunden.
Jetzt möchte ich mir aber den Wert von einer einzigen Metrik ausgeben lassen. Deshalb könnte ich jetzt sagen, hier, ich hätte gern das Maximum. Und was ich gerne hätte, ist, wir haben eine Prozessinformation. Ich glaube, das heißt dann Memory. Ich habe nur einen Punkt. Genau, System Process, Memory, Heap Used. No, das ist eigentlich nicht. Gehen wir nochmal. Okay, wir kommen von System, Process, wir möchten die Prozesse sehen, Memory, Bytes Used. Okay, da sehen wir jetzt hier einen Spike, aber das ist aggregiert über all meine Hosts drüber. Das ist jetzt noch nicht so aussagekräftig. Was wir jetzt machen können, hier unten haben wir ein Group By und hier kann ich jetzt sagen, ich hätte das Ganze gerne aggregiert auf meine Hosts nehmen und mein entsprechender Host Name steht zum Beispiel im Feld Beat Name. Da habe ich den entsprechenden Hostname gesetzt. Und da würde ich jetzt sehen, hier alles irgendwie sehr flach, nur hier hatten wir plötzlich irgendwie so einen kleinen Ausschlag. Und da sehe ich, okay, das war der Server Frontend, das war genau der, wo ich vorher mein Bad Jar gestartet habe. Und da sehe ich schon, okay, da ist der böse Prozess gelaufen und deshalb hat das Ganze so ausgesehen. Gut, das ist mehr oder weniger Metric Beat. Um jetzt den nächsten Beat anzuschauen, das ist Packet Beat. Packet Beat verwendet dieselbe Basis-Library wie Wireshark, LitPicker, um mehr oder weniger den Netzwerkverkehr zu analysieren. Wireshark ist super, ist nur ein bisschen mühsam, wenn man mehrere Server hat, weil da muss man auf mehreren Servern beginnen zu tracen und dann muss man das Ganze wieder zusammen aggregieren und zu sehen, was sich insgesamt in meinem System tut. Packet Beat versucht genau das Problem zu umgehen. Das ist auch ein Beat, der im Hintergrund läuft, der extrahiert mehr oder weniger einen Haufen Informationen von den Headern und speichert dann diese Informationen in Elasticsearch. Also zum Beispiel die Header-Information wäre, er wüsste dann, es war ein HTTP-Request und das war die Response. Das Ganze hat 75 Millisekunden gedauert. Der Return-Code war ein 200er und die URL, auf die man zugegriffen hat, war FUBAR. Und das sind alles diese Header-Informationen, die ich mir einfach extrahieren kann und speichern kann und das kann ich mir dann nachher anschauen. Um jetzt ein paar Requests zu generieren. Es läuft ein Service, also ich hoffe, es läuft gerade. Unter Xera WTF. Es läuft zum Glück. Wer ein Mobiltelefon hat, kann da gerne mal, oder ein Laptop, kann da gerne auch mal einen Request drauf machen. Oder mehrere Requests und ich weiß nicht, wir können 200er generieren und können 200er mit Parametern definieren. Wenn irgendwer jetzt hier seinen Namen eingibt, können wir nachher nach eurem Namen suchen. Also hier einfach als URL-Parameter. Wir können 500er generieren, wir können 400er generieren. Ich lade das jetzt einfach ein paar Mal neu, dass wir ein paar Requests haben. Generieren wir auch ein paar Requests, ja? Die URL, ich fürchte, die wird nicht größer. Die URL. Also die URL, die ihr braucht, ist eigentlich nur das hier. Während alle herumtippen, wie komme ich auf diese Domain übrigens? Mein Nachname ist Kren, K-R-E-N-N. Was könnte das mit der Domain zu tun haben? Rot 13. Richtig, der gute alte Rot 13. Ich rotiere die Buchstaben um 13 Stellen weiter. Das Schöne ist sozusagen die Verschlüsselung und die Entschlüsselung ist dasselbe, weil wenn ich das Ganze nochmal um 13 rotiere, bin ich wieder bei der Ausgangsbasis. Genau, und dann meine ich WTF hat sich einfach als Domain für eine Demo angeboten. Gut, Demo haben alle erreicht, alle haben irgendwelche Requests generiert. Dann schauen wir mal, ob wir da irgendwas sehen. Wir haben wieder ein vorgefertigtes Dashboard, da ich ja nichts unnötig selber bauen möchte. Also es gibt Packet Beat, gibt es eine Gesamtübersicht. Da sehe ich dann einfach, bei den kleinen Locations kann er da jetzt nicht viel auflösen, da ich meine Requests alle noch lokal geproxied habe. Aber ich sehe zum Beispiel hier innerhalb der letzten 15 Minuten, hatte ich hier einen Haufen Web-Transactions, zum Beispiel jetzt in den letzten Zeiteinheit 137. Ich habe jetzt da keine Datenbank, die ich überwache, kein Cache und kein RPC. Hier sehe ich generell, wie viele Requests ich so über die Zeit hatte und die Farbe gibt mir an, was dann ungefähr die Response-Time war. Also alles Grüne ist bis 10 Millisekunden, dann hätten wir Blau oder was auch immer das ist, sind 10 bis 20 Millisekunden etc. Da sehe ich schon die Verteilung, also die meisten sind ganz gut. Hier sehe ich zum Beispiel die Perzentile der
Response Times und die Fehleranzahl. Also bis jetzt war alles okay. Und seit wir da begonnen haben, ein paar HTTP-Requests mit Error-Return-Codes zu generieren, haben wir da auch noch ein paar Return-Codes bekommen. Da sehen wir da, okay, welches Protokoll hat die ganzen Fehler ausgelöst? Das war immer HTTP. Und wir haben dann hier ein Latenzhistogramm und irgendwo haben, werden wir hier einen Request haben, der ganz langsam war, genau. Ein Request hat hier 2,9 Sekunden gedauert. Da könnte man sich dann später mal anschauen, welcher Request das war und warum, aber die meisten sieht man hier, das Blaue, das war recht schnell. Andere Sachen, die wir uns anschauen können, sind Flows. Flows sind so Sachen wie, wie viele Verbindungen habe ich, welche IP-Adressen kommunizieren. Flow verwende ich generell, wenn ich das Protokoll nicht verstehe oder wenn das Protokoll verschlüsselt ist. Sprich, wenn ich HTTPS verwende, was wir jetzt in unserem Fall tun, kann ich mal generell nicht sehr viel damit darin sehen, weil es einfach verschlüsselt ist. Das heißt, da kriege ich dann nur die Flow-Information. Was ich aber gemacht habe, also das Service ist so aufgebaut, ich habe einen Nginx vorne laufen, der mir SSL terminiert und der proxet das dann auf Port 8080 zur Java-Applikation durch und PacketBeat holt sich dann die ganzen Informationen auf Port 8080 ab. Das heißt, PacketBeat wird diese Informationen jetzt auch bekommen, obwohl die Verbindung nach außen hin verschlüsselt ist, einfach weil wir lokal immer einen Proxy laufen haben. Das heißt, da sehen wir die Flows, da sehen wir, welche IP-Adressen, wie viel Traffic verursacht haben mit Source und Destination. Da könnten wir auch sortieren und da sehen wir, okay, da hatten wir jetzt etwas mehr Traffic, nachdem ihr begonnen habt, euren Traffic zu generieren. Und jetzt können wir uns die Web-Transaktionen anschauen, die wir so in den letzten 15 Minuten hatten. Und da sehen wir hatten da bis zu 240 oder so Requests pro, ich glaube, das sind so 5-Minuten-Abschnitte oder so, nein, das sind 30-Sekunden-Abschnitte. Dann sehe ich, wir hatten 1200 irgendwas Requests in den letzten 15 Minuten, welche URLs wir hauptsächlich zugegriffen hatten. Wir hatten 327 Requests, 356, hat irgendwer ein automatisches Service gestartet? Es sind so viele Requests, aber ist total okay. Es ist ja ein Test-Setup, ihr könnt nicht viel kaputt machen. Wer einen Laptop hat oder den entsprechenden Client am Handy, ihr könnt auch gerne mal versuchen, euch per SSH zu verbinden. Dazu kommen wir dann gleich. Schauen mal, welche SSH-Verbindungen wir so zum Server hatten. Die werden auch automatisch ausgewertet. Das heißt, wir sehen, wir hatten einige Requests of Good, wir haben ein Favicon ausgeliefert, wir hatten, okay, wir haben unser CSS ausgeliefert, ein Logo und Slash Call hatten wir auch ein paar Mal, nur das hat 105 Mal einen 500er zurückgegeben. Und da sehen wir, okay, welche Response-Codes wir so hatten. Und hier unten sehen wir auch die URLs, die so aufgerufen wurden. Ah, jetzt war gerade Drops Table Students, ja. Es ist keine Datenbank dahinter. Einmal hatte ich, dass jemand probiert hat, ob wir eine JavaScript-Injection hier machen können. Mit Scripts, Alert, Hello oder was auch immer. Es funktioniert nicht, das wird hier auch ausgefiltert, aber es kann man auch durchaus ausprobieren. Aber Droptable ist durchaus kreativ. Es steckt nur leider keine Datenbank hier dahinter, es ist alles statisch. Aber generell ist eine gute Idee. Also hier sehe ich mal generell, wie viele Requests wir haben und was denn das für Requests sind. Das nächste, was ich jetzt machen könnte, ist, einerseits können wir das Ganze auf Netzwerkebene abfangen, wir können uns aber auch das Ganze auch auf Logfiles anschauen. Und ich nehme an, es wissen alle, wie ein Nginx Access Log ausschaut. Log Nginx, wenn ich es richtig tippen würde, Access Log. Da habe ich ja eigentlich auch einen Haufen Informationen drinnen. Also da sehe ich hier zum Beispiel die IP-Adresse, das Datum, das HTTP-Verb, die URL, auf die ich zugegriffen habe, das Protokoll, den Response-Code, ich glaube, das sind die Bytes, wie viel ich zurückbekommen habe, und den User-Agent zum Beispiel. Bis vor einem halben Jahr oder so musste man das immer selber sozusagen parsen. Und da musste man sich überlegen, auf meinem Betriebssystem, wo liegt denn mein Logfile, wie schaut denn dieses Standard-Pattern aus und wie kann ich das richtig auseinander parsen. Wir haben dann vor einigen Monaten, hat FileBeat, das ist das, was Logfiles einsammelt, hat dann Module dazu bekommen. Momentan gibt es Module für das System, für Nginx, Apache und MySQL. Und da weiß das FileBeat-Modul einfach, auf diesem Betriebssystem liegt das Logfile für diesen Prozess unter dem Pfad und schaut standardmäßig so aus. Das heißt, da muss ich dann gar nichts mehr groß parsen oder konfigurieren. Das System weiß dann einfach, wo die Information liegt und wie ich sie handhaben muss. Um das zu aktivieren, das ist übrigens ganz einfach, generell um mal eine Beat-Konfiguration herzuzeigen, etc, FileBeat, FileBeat, YAML.
Nachher werden wir dann zur Java-Applikation kommen. Ist das groß genug? Ich mache es eine Spur größer. Nachher kommen wir dann zu unserer Java-Applikation. Hier sammeln wir gerade ein System und Nginx-Logs. Da weiß das System automatisch, was passiert. Wir geben dem Ganzen einen schön entsprechenden Namen, weil ansonsten hätte das Service nur eine IP-Adresse. Was wir hier auch machen ist, da das Ganze in der Cloud läuft, kann ich automatisch mir Cloud-Informationen anreichern lassen. Der weiß dann zum Beispiel, welche Region, welche Verfügbarkeitszone, welche Instance-ID da verwendet wird, und das kann ich dann nachher, habe ich all die Informationen in Elasticsearch auch gespeichert. Hier habe ich, wo ich das Ganze hinspeichere, keine Sorge, ich resette das Passwort nachher, aber da stehen momentan die Credentials drinnen. Deshalb muss man auch per sudo auf das File zugreifen und es ist sonst nicht lesbar. Schauen wir uns mal an, was denn in unserem Nginx hier, das ist wieder ein vorgefertigtes Dashboard, was denn da so an Informationen herausgekommen ist. Und das sehen wir schon einmal. Er hat nicht nur die IP-Adresse entgegengenommen, sondern er hat dann auch einen GeoIP-Lookup auf diese ganzen IP-Adressen gemacht. Die sind dann teilweise gut, teilweise nicht so gut. Schauen wir mal, wie nahe wir hier sind. Weil teilweise war ich schon, sind die ganzen Requests dann aus dem falschen Land gekommen. Aber hier schaut es eigentlich ganz okay aus. Also hier denkt er offensichtlich, dass die IP-Adresse, wo die meisten Requests herkommen, in Essen ist. Warum auch immer. Das ist leider die Qualität der Geo-IP-Lookups, die ist teilweise gut, teilweise nur mäßig. Dann sehen wir hier schön aufgeschlüsselt, wie viele Requests und welche Return-Codes es gab. Es gab dann keine Nginx-Fehler, weil in Nginx, der ist nur ein Proxy, der konnte jetzt nicht viele Fehler produzieren. Dann sieht man auch, welche URLs wir so hatten. Hier unten sehen wir den Traffic, also wir hatten bis zu 1,4 Mbit oder so haben wir ausgeliefert. Und dann sehen wir hier eine Zusammenfassung der Betriebssysteme und der Browser-Plattformen, und hier sind die Betriebssysteme. Also die meisten waren Other. Das ist nicht so aussagekräftig. Wir haben einige Male Ubuntu, iOS, macOS, Windows 10 ist eine untypische Darstellung. Normalerweise würde Windows haushoch gewinnen. Und dann sieht man auch welche Browser wir verwendet wurden und in welcher speziellen Version. Also zum Beispiel hier haben wir Mobile Safari und die meisten sind auf 10 und irgendwer ist schon auf 11. Also das wird mir automatisch aus den Logs extrahiert, und ich habe zwei Anreicherungen, die sozusagen in Elasticsearch dann mitlaufen. Das eine ist diese GeoIP-Lookup. Das passiert jedes Mal, wenn ich einen Eintrag lese und in Elasticsearch speichere, wird der automatisch aufgelöst, sodass ich ihn nachher schneller darstellen kann. Und der User Agent wird mir dann auch schön heruntergebrochen und entsprechend dargestellt. Also das kann ich jetzt hier einfach von dem Log-File sehen. Was möglicherweise noch interessant ist, schauen wir mal, ob irgendwer per SSH versucht hat, sich einzuloggen. Da sehen wir schon, okay, wir hatten ein paar SSH-Login-Versuche, wo hier, glaube ich, der war nicht erfolgreich, die waren alle invalid. Okay, wir hatten nur Error und invalid in den letzten 15 Minuten, nachdem ich mich nicht versucht habe einzuloggen. Wenig überraschend ist es jetzt auch von hier. Normalerweise habe ich, also wenn es ein automatischer Scan ist, ich ändere jetzt mal die Zeitachse ein bisschen auf 12 Stunden oder so, normalerweise kommen dann auch Requests aus Russland. Also hier sieht man ungefähr so die Verteilung. Russland ist jetzt überraschend schwach, aber das sind so die SSH-Login-Versuche, die so kommen, und das hier sind so als TechCloud dargestellt, welche Usernamen denn so verwendet wurden. Ja, nein, es war weder Elastic noch Philipp. Und ich verwende ein Zertifikat, aber ja. Was ist mit IPv6? Bei SSH? Hat dein System IPv6 und nur IPv6-Clients? Nein. Ich habe, glaube ich, kein... AWS ist ja generell recht schlecht bei IPv6. Ich glaube, da kriege ich gar kein IPv6 durch. Ich glaube, gib mir mal einen Moment. Ich glaube nicht, dass ich eine. Nee. Wird zu schwierig mit IPv6. Hexer, ja.
die typischen Sachen, die alle nicht funktionieren. Aber hier sieht man also genau, wer sich wo versucht hat einzuloggen. Was dann möglicherweise auch interessant sein könnte, ist, falls sich jemand unberechtigterweise erfolgreich eingeloggt hat, ob er nachher irgendwelche Sudo-Befehle ausführen konnte. Schaut aber jetzt alles relativ harmlos aus. Also man sieht, ich habe mit Let's Encrypt habe ich meine Zertifikate generiert, bisschen Update, paar Services gestoppt und gestartet, aber sonst keine verdächtigen Sudo-Befehle hier in meinem Log. Und da ich das Ganze ja sofort dann immer einsammle und wegschippe, bringt es auch nicht, wenn ich dann lokal am System die Logs nachträglich verändere, um meine Einträge zu löschen, weil sie werden ja sofort rausgeschrieben und weggeloggt. Cool, das heißt, das war mal die Systemebene. Was wir uns als nächstes anschauen wollen, PacketBeat haben wir uns angeschaut, wir haben uns die File-Modul angeschaut. Ihr habt einige 500er bekommen vom Service. Normalerweise will man sich dann irgendwann diese 500er anschauen. Also da habe ich jetzt kein fertiges Dashboard gebaut. Wir schauen uns jetzt einfach mal an, was denn unsere Applikation überhaupt so getan hat. Ich schränke das jetzt wieder auf die letzten 15 Minuten ein. Das heißt, wir hatten 11.000 Log-Einträge in den letzten 15 Minuten. Ups, jetzt hat es sich refreshed, okay, dann war es nur 3600 in den letzten 15 Minuten. Und jetzt würde mich als erstes mal interessieren, was habe ich denn hier geloggt? Ich habe jetzt zwei verschiedene Arten von Logs, die ich eingesammelt habe. Das eine ist Log, das sind diese Nginx und System Logs, die ich automatisch eingesammelt habe über das FileBeat Module. Und dann habe ich meine Java-Applikation, die hat jetzt hier nur 7% der Logs generiert, aber ich möchte mir jetzt mal die 500er oder generell anschauen, was meine Java-Applikation so macht. Deshalb schränke ich das hier mit diesem kleinen Plus-Symbol mal auf die Java-Applikation ein, dann bin ich schon nur noch auf, okay, dann sind es 3000, nein, er lädt noch, dann sind es nur 815 Fehler innerhalb der Java-Applikation. Und was mich dann zum Beispiel interessiert, ist, wie ist denn die Verteilung hier? Wir haben einige Infos und wir haben einige Errors. Jetzt könnte ich hier sagen, okay, ich hätte das Ganze eingeschränkt auf die Errors. Und sehe ich, ich hatte 474 Fehler in meiner Java-Applikation und hier würde ich dann auch den Eintrag zu einem von diesen Fehlern sehen. Also hier habe ich dann einen Java Stack Trace. My bad, something went wrong. Und den entsprechenden Callstack. Vorher habe ich schon kurz erwähnt, diese Metainformationen, also da sehe ich, läuft in Irland der Service, das ist mein Instanzname, ist jetzt eine Microinstanz mit einem Gigabyte Memory, läuft auf EC2. Andere interessante Informationen, okay, ich habe hier meinen Error, ich habe hier die Message, die ich bekommen habe. Ich sehe, wo das Ganze herausgeloggt wurde. Ich sehe das Ganze nach Service, das heißt, danach könnte ich auch filtern. Ich kann jetzt da beginnen, drinnen herum zu suchen. Und was noch ganz interessant ist, wir haben hier einen Stack-Hash. Der Stack-Hash nimmt mehr oder weniger aus meinem Stack-Trace alles, was veränderlich ist zwischen Requests, schmeißt er hinaus und behält sich nur die unveränderlichen Teile, sowie welche Klassen und welche Zeilen. Und dieser Stack-Hash ist normalerweise, über den kann ich mir dann zusammen aggregieren lassen, wie viele eindeutige Fehler oder Stack-Traces ich denn in meinem System hatte. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier auf den Stack-Hash das Ganze hinunterbrechen lassen, können wir dann sehen, wie viele eindeutige Fehler wir hatten. Also damit kann ich dann nachverfolgen, wie viele verschiedene Fehler ich zum Beispiel in meinem System hatte. Und ansonsten kann ich jetzt hier wild herumfiltern. Ah, genau, das andere, was wir noch machen wollten, ist, hat irgendwer seinen Namen oder irgendwas anderes als Parameter angegeben? Ja? Welcher? Nexus. Mit 3 geschrieben. Anstelle von einem. So? Okay. Das ist doch. Ja? Das sollte eigentlich keinen Unterschied machen. Da ist nichts zu viel. Nichts zu viel? Nein. L3X. Hm. Das ist schon mehr als 15 Minuten her. Eigentlich unwahrscheinlich, aber. Nein, eigentlich sollte das in der Java-Applikation drin sein, aber. Ah,
das war der SSH-Login, sorry, ich habe jetzt beim HTTP-Request gemeint. Hat irgendwer seinen Namen beim HTTP-Request eingegeben? Bitte? Test, okay, Moment. Das ist jetzt nicht so der... So, wir müssen wieder zur Java-Applikation zurückkommen. So. Nein. Okay, Moment, ich wollte jetzt nur noch wieder auf die Java-Applikation runterfiltern, weil die anderen interessieren mich. Nein, das Stack-Trace war jetzt nicht, was mich interessiert. So, ich wollte ja nur in meiner Java-Applikation suchen mal. Sollten dann, keine Ahnung, was hatten wir da, 300 Requests oder so. Was war das? Bunsen, wie der Bunsen. Nee, das geht nicht. Ah. Nein. Nein, das sollte eigentlich keinen Unterschied. Moment. Das ist jetzt der Vorführeffekt. Das hat heute schon mal funktioniert. Java App. Ah, sorry, das logge ich ja hier gar nicht. Das war ja im Packet Beat dann. Im Packet Beat gibt es keine Java-Applikation. Das habe ich ja nur auf Packet-Ebene geloggt. So, schauen wir mal. So, man muss nur wissen, wo man was loggt. Sonst in meiner Applikation habe ich mir die HTTP-Parameter ja gar nicht rausgeloggt, genau. Das war nur mit PacketBeat. Aber der sammelt automatisch alle HTTP-Parameter ein und kann sie mir dann anzeigen. So, das haben wir uns angeschaut. Genau, das nächste ist, was wir uns anschauen können, ist Heartbeat. Heartbeat ist, wie der Name schon sagt, irgendwas, was schaut, ob etwas anderes lebt. Ist leider ein furchtbar dummer Name als Linux-Service, weil man muss zuerst immer auf das Standard-Linux-Service Heartbeat ein Purge machen, um dann unser Heartbeat zu installieren, um die Installation und Verwirrung ein bisschen höher zu halten. Das ist jetzt nicht die ganze Zeit gelaufen. Sudo Service Heartbeat. Aber ich bin am falschen Server, weil das läuft auf einer anderen Instanz. Nämlich hier. So, wie das ausschaut, das ist auch ganz simpel, etc, heartbeat, YAML. Im Endeffekt pingt mir das meine URL / health alle 10 Sekunden mit einem 3-Sekunden-Timeout und erwartet einen 200er zurück. Ansonsten nimmt es an, dass der Service down ist und speichert dann mit den üblichen Metainformationen, speichert mir das Ganze einfach weg. Außerdem habe ich, glaube ich, in PacketBeat so eingestellt, dass ich diese Information hier nicht mitlogge, weil ich sehe das sozusagen als automatisches System an und das würde mir nur meine Logs vollschreiben. Und das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Ich schaue nur schnell nach, ob das auch stimmt. PacketBeat. Genau, hier gibt es zwei interessante Informationen, die wichtig sind. Also das erste ist, ich mache von Nginx, mache ich einen Proxy auf meine Java-Applikation, damit der sozusagen die IP-Adresse dann nicht sozusagen vom Proxy nimmt, sondern vom Originalsystem, muss ich meinen X-Forwarded-4-Header richtig setzen. Und das andere ist, dass ich hier auch gewisse Requests ausfiltern kann. Weil ich habe diverse Pinger die ganze Zeit laufen, also ich habe Jolok hier, JMX für die Java-Applikation laufen, ich habe Zipkin, Spans mit /API, Metrics, Health, das sind alles Dinge, die ich automatisch pinge. Und damit würde ich mir eigentlich nur meine normalen Logs vollfüllen und das sind diese Informationen, die mich eigentlich gar nicht so interessieren, weil das ist ein automatisches System. Das heißt, die schmeiße ich einfach weg, um mir nicht unnötig viel Information zu speichern, die ich jetzt hier gar nicht brauche. So, für Health haben wir ein nettes Dashboard wieder. Das heißt, weniger überraschend Heartbeat. Man sieht, jetzt habe ich hier meinen Service, also ich pinge hier mein eines nur eine Applikation, ansonsten hätte ich hier eine ganze Liste an Dingen. Man sieht hier, ich habe es gerade erst gestartet, also beginnt hier ist der grüne Balken und hier weiter unten sehe ich dann auch die Zusammensetzung, wie lange hat denn mein Request gedauert. Und diese Zusammensetzung besteht dann aus Dingen wie, wie lange dauert der DNS-Lookup, TCP, HTTP und HTTPS.
Das heißt, der weiß dann, welcher Bestandteil von meinem Request dann möglicherweise langsam war. Und ich sehe dann zum Beispiel hier, also ganz am Anfang, hier war die Resolve-Time hoch, weil er hat einmal eben den DNS-Namen resolven müssen. Das ist danach, fällt das mehr oder weniger weg. Und dann ist mehr oder weniger der HTTP-Roundtrip hoch. TCP fällt hier auch kaum ins Gewicht. Und der TLS-Handshake ist dann, da ist glaube ich 50 Minuten Cache, fällt dann nach dem ersten Request auch mehr oder weniger aus. Außerdem habe ich hier unten dann eine Heatmap und da sehe ich, wie lange meine Requests etwa dauern. Das heißt, die meisten dauern so bis 50 Millisekunden, ein paar dauern dann so irgendwas 50 bis 150 Millisekunden und ein paar so um die 150 Millisekunden. Da sehe ich dann das Ganze als Breakdown. So, das Ganze schalte ich jetzt wieder auf Auto-Refresh und wir schießen einfach einen Service ab. Ja, genau, das ist, was ich möchte. Und wenn alles funktioniert, verschwindet der Service jetzt auch sofort. Hoffentlich, das ist immer der Vorführeffekt. Also es pingt alle 10 Sekunden. Ja, sehr gut. Und man sieht schon hier, Service ist down, irgendwann wird das Ganze jetzt hier dann rot sein. Sobald ich das Service wieder starte, wird es dann wieder als grün markiert werden. Also da ich das Service wieder brauche, werde ich das Ganze jetzt nochmal starten. Und der Pinger kann ruhig weiterlaufen, das wird sich dann grün färben. Andere Dinge, die ich dann machen könnte, ist, ich habe zum Beispiel in meiner Applikation, kann ich machen, HTTPS, ist egal, ich kann alle monitoren, Backend, und dann hätte ich zum Beispiel eben Health, das haben wir vorher schon gepinkt, wenn ich es richtig schreibe. Da sagt er mir ab und unter Metrics bekomme ich dann einen Fehler, weil da muss ich mich authentifizieren dafür. Wenn man den Cursor sehen würde. Das war, ich glaube so. Genau, und dann bekomme ich hier alle möglichen Informationen zurück. Zum Beispiel Request Count, wie denn mein Service lebt. Also hier expose ich einfach irgendwas über einen REST Endpoint und das könnte ich mir dann auch wieder automatisch einsammeln lassen. Das haben wir erst in der nächsten Major-Version, haben wir dann etwas in MetricBeat, das diese HTTP-Informationen einsammeln kann. Momentan gibt es von der Community etwas, das heißt HTTP-Beat. Wenig überraschend. Das schaut dann so aus. HTTP. Aber das läuft auch nicht hier, sondern das läuft ja hier. Das ist im Endeffekt auch wieder ganz simpel. Im Endeffekt definiere ich meine Endpoints, sage dann pinge alle 10 Sekunden beispielsweise. Das Ergebnis, das du da zurückbekommst, ist in beiden Fällen hier ein JSON. Und ich kann mich damit auch authentifizieren. Und es kann dann einfach dieses Ergebnis speichern und ablegen und ich kann mir das dann nachher auch wieder darstellen lassen. Wobei, für Java-Applikationen möchte ich mir das möglicherweise nicht selber schreiben, sondern da habe ich ja über JMX kann ich das automatisch exponieren lassen. Und über Jolokia, was ist das JMX dann sozusagen auf ein vernünftiges HTTP-Format wieder hinüber transferiert, kann ich mir das Ganze dann anzeigen lassen. Das läuft auch unter MetricBeat, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, das ist die letzte Konfiguration, die ich so herzeigen kann. Da sehen wir, das habe ich zum Beispiel eingesammelt. Das war ganz am Anfang, wie wir gesehen haben, wie die Memory-Auslastung hochgegangen ist. Das sind Systemmetriken, die ich mir so einsammle. Da kommt natürlich einiges an Informationen zusammen, weil das ist für jeden Prozess, könnte ich auch einschränken, aber hier sammle ich für jeden Prozess alle 10 Sekunden all diese Statistiken ein. Aber das sind dann schon einige Daten, die da zusammenkommen. Und hier sehe ich dann, wie ich das Ganze per Jolokia zugreife. Das ist das typische Jolokia-Konfiguration, wie ich denn auf diese Informationen komme. Und das kann ich mir dann auch gleich wieder ausgeben lassen. Da können wir gleich wieder zurückgreifen auf eine Visualisierung hier. Aber wir hätten das Ganze gerne anders. So, diesmal hätte ich gerne Maximum. Wir hätten gerne Jolokia, Metrics, Memory, Heap, Usage, Used, glaube ich. Das haben wir das Ganze schon heruntergebrochen auf diese Beat-Namen. Und da sieht man dann,
welcher Prozess denn wie viel Memory braucht, aber sie dürften alle halbwegs sich im sinnvollen Rahmenbereich bewegen. Was ich dann hier auch noch machen kann, ist, dass ich sage, das ist keine Zahl, sondern das ist in Bytes, weil bis jetzt die Zahlen waren irgendwie nicht so sinnvoll. Und jetzt sehe ich dann, okay, das sind 60, 50, wie auch immer Megabyte, dass mir das entsprechend richtig angezeigt wird. Das nächste, was ich dann hier machen kann, was auch sehr praktisch ist, wenn ich eine Applikation überwache, ist, dass ich mir annotieren lasse, wann ich denn irgendwelche Events ausgeführt habe. Zum Beispiel, ich habe jetzt ein automatisches Skript, das mir die Applikationen deployt. Ich deploye jetzt ganz schnell das, was am kleinsten ist. Nämlich das Bad Jar, das hat glaube ich nur ein paar Kilobyte. Das können wir da hinein deployen. Und was dieses Bad Jar dann im Endeffekt macht, ist, dass es mir ein Event hinausschreibt, das ich mir hier anzeigen lassen kann. Also nur um das Event mal herzuzeigen. So, wir hätten gerne, wir suchen auf Events, heißt mein Index. Dem möchte ich mir was anzeigen lassen. Ich habe eine Query, also ich möchte mir irgendwas zeigen lassen und ich mache jetzt der Einfachheit halber einfach ein Match All. Und hier habe ich dann entsprechende Events. Das hier wäre eines von diesen Events. Und da sehe ich, ich habe zum Beispiel, ich habe etwas deployed zu dem Timestamp, die Applikation auf den Host. Das heißt, ich speichere mir einfach derartige Informationen und möchte mir das dann als Annotation in meinen Graphen anzeigen lassen, sodass ich einfach sehe, hier habe ich etwas deployed und danach gehen dann plötzlich die 500er hoch oder der Memory-Verbrauch oder was auch immer, dass ich das einfach auch dokumentiert habe. Das kann ich jetzt hier auch machen. Es gibt praktischerweise hier diesen Tab Annotations. Da sage ich aus dem Index Events. Ich gebe mir jetzt keinen Query String an, da ich genau weiß, was ich denn da habe. Jetzt vergesse ich natürlich immer, wie meine Felder heißen. Die heißen Application und Host. Das heißt, ich habe hier Application und Host. Das sind die zwei Felder, die ich mir da hinübernehmen möchte. Was wollen wir anzeigen lassen? Nehmen wir eine Glocke. Ich wollte die Farbe ändern. Wir können auch... Was wird denn? So, pink. Das wird schon funktionieren. Und jetzt kann ich dann sagen, zum Beispiel, ich habe mir auf den Host habe ich folgende Applikation deployed. Und dann sehe ich jetzt hier, habe ich genau das, was ich gerade gemacht habe. Ich habe auf die Frontend-Instanz habe ich mir mein Bad, also die Applikation, zu dem Timestamp deployed. Da sie jetzt nicht viel macht, sehe ich nicht viel. Aber wenn ich jetzt das Bad Jar wieder starten würde, könnte ich danach dann wieder gleich sehen, okay, hier ist plötzlich irgendwas passiert, hier hast du was deployed, plötzlich ist irgendwas schiefgelaufen. Da musst du wahrscheinlich noch gegensteuern. So, das heißt, Heartbeat hatten wir, HTTP-Beat hatten wir, das waren nur die Endpoints, wir haben die Geolocation-Metriken gesehen. Und ich glaube, das war zu schnell. Dexed. Ah. Ja. Komm, du schaffst das. Ja, sehr gut. So. Wir haben Geolocation hier gesehen, wir haben gepinkt. Das letzte, was wir uns jetzt anschauen wollen, ist dieses verteilte Tracing. Da gibt es in Spring Boot, ist das sehr gut integriert, diesen Tracer, der heißt Sleuth. Also Sleuth ist eigentlich so wie ein Detektiv. Das ist die Schnüffelnase, die mit dem Vergrößerungsglas irgendwas sucht. Das insertiert in jeden Request eine ID, eigentlich zwei, die wir gleich sehen werden, und über die kann ich dann nachverfolgen, was denn hier vorgefallen ist. Also hier hätte ich dann zum Beispiel zwei Calls und das hier in den eckigen Klammern, das ist das, was Sleuth dann bei jedem Request dazufügt. Um das herunterzubrechen, als erstes speichere ich jetzt mal den Applikationsnamen, in welcher Applikation ich gerade bin. Dann gibt es eine Trace-ID und eine Span-ID. Und dann kann ich noch sagen, ich möchte das Ganze an einen Remote-Zipkin-Server speichern oder weiterleiten. Die Trace-ID ist, sobald ein Request das erste Mal irgendwo in meiner Applikation aufschlägt, bekommt diese Trace-ID und schleift diese Trace-ID dann über jeden weiteren Request mit. Über den kann ich dann sozusagen einen Request nachverfolgen und sehe dann, wie sich der über das gesamte System weiterentwickelt.
Die Span-ID ist mehr oder weniger ein Methoden-Call, kann man sagen. Also da sehe ich dann, wie lange es dauert, eine Methode auszuführen. Und das kann ich das Ganze dann an Zipkin speichern lassen, weiterleiten lassen und kann mir das dort anzeigen lassen. Das haben wir jetzt automatisch schon im Hintergrund gemacht. Das können wir uns auch anschauen unter Monitor, Xera, WTF und wir brauchen jetzt HTTPS. Ich glaube nämlich mein Redirect. Ja, wenn man es nochmal neu lädt, funktioniert auch der Redirect. So, das ist das UI von Zipkin. Wie man sieht, das Projekt besteht primär aus Backend-Entwicklern. Und da sehe ich schon, es stellt dann automatisch fest, welche Systeme sind denn hier beteiligt. Also jetzt sage ich zum Beispiel, mich interessieren die langsamen Requests vom Frontend-System. Alle Requests, ich könnte jetzt hier auch auf bestimmte URLs zum Beispiel einschränken, aber ich sage jetzt, ich möchte hier alle haben. Und jetzt sage ich vom 12.8. bis zum 19.8. und jetzt gebe ich zur Sicherheit hier 18 Uhr ein, damit wir auch alle Requests bekommen. Und jetzt sage ich hier über Find Traces, zeig mir denn die Traces. Und standardmäßig sind die danach sortiert, dass die langsamsten Requests am Anfang sind. Und jetzt sehe ich hier, also viele Requests waren sehr schnell, die haben einfach nur Mikrosekunden gedauert, aber hier habe ich zum Beispiel einen sehr langsamen Request gehabt. Den könnte ich mir jetzt hier anklicken und dann sehe ich auch, warum das Ganze langsam war. Also das war beides auf Frontend. Zuerst habe ich die Basis-URL aufgerufen und dann hat er noch Index.html danach nachgeladen und das hat nur ein bisschen gedauert. Oder weiter unten, wenn wir irgendwo einen roten Request haben, sehen wir dann auch in diesem roten Request, was denn der gemacht hat. Also da haben wir direkt bad aufgerufen. Wenn wir jetzt noch das ist das Falsche. Ich glaube, wenn wir einen langsamen, okay, der wirft mir zwar einen 500er momentan, aber den sollten wir dann auch danach sehen. Genau, dann sehen wir hier, was ich denn überhaupt gemacht habe. Ich habe Call aufgerufen und der hat danach Home aufgerufen. Und wenn irgendwas langsam ist, das ist normalerweise die schwierigste Frage in einem verteilten System, was ist denn langsam? Und das sehe ich dann genau hier, wo ich meine Zeit verbracht habe. Also ich sehe dann, der ganze Request hat hier 1,2 Sekunden gedauert, also das hier ist die gesamte Zeitdauer. Und hier sehe ich dann, also es sind nur zwei Calls, die hintereinander sind. Der hier hat lange gedauert, das heißt dieser Parent Call, das war der langsame, der hat dann nachher auch einen 500er ausgelöst, also das ist das rote. Und hier dieser Home Call, der hat nur 9 Millisekunden gedauert. Und über die Informationen wüsste ich dann nachher, wo ich denn schauen muss, was langsam ist an meinem System. Und das ist genau dieser Parent Call, weil der hat hier die meiste Zeit verbracht. Und wenn ich dann mehrere oder kaskadierende Calls habe, würde ich das hier genau dieses Breakdown sehen und wüsste dann genau, was denn in meinem System langsam ist, beziehungsweise sehe ich dann hier auch die Darstellung, wo meine Fehler in dem System erst erscheinen. Das Nette an Zipkin ist, es unterstützt vier Backends. Das eine ist In-Memory. Das ist für den Produktiveinsatz nicht so sinnvoll, weil sobald man das Service dann stoppt, sind alle Traces weg. Die anderen drei Systeme, wo man seine Daten speichern kann, sind MySQL, Cassandra und Elasticsearch. Mein Beispiel ist jetzt so konfiguriert, dass ich alle Zipkin-Informationen in Elasticsearch auch gespeichert habe. Das heißt, man hat all diese Informationen jetzt dann in einem einzigen System zusammengehalten. Und das Letzte, was vielleicht noch hilfreich sein kann, ist, wenn ich jetzt hier zurückgehe, ich möchte jetzt keine mobile Ansicht haben, es gibt beim Chrome Inspector, kann man über ein Plugin Zipkin hinzufügen. Mein Zipkin-Server ist Monitor, Xera, WTF. Da muss ich dann meinen Zipkin-Server hier hinzufügen. Das System dürfte mit... Kannst du mit HTTPS nicht umgehen? Zipkin. Das ist leider verdammt gern, aber ich fürchte, das kann ich nicht größer machen hier. Okay. Normalerweise, wenn er meinen Zipkin-Server erreichen könnte, warum auch immer er das jetzt nicht kann, könnte ich jetzt hier die Seite neu laden und ich hätte, es funktioniert ohne dieser, sagt nur, er ist down. Habe ich hier die Trace-ID und kann mir darüber dann auch direkt, habe ich den Link zu Zipkin, der mir jetzt hier nicht richtig weitergeleitet hat,
weil das müsste die Monitor-URL sein, Zipkin-URL sein. Und das ist dann genau die Darstellung für diesen einen Call. Das heißt, wenn ich dann selber irgendwas an meinem System debugge und möchte die Calls im Hintergrund sehen, kann ich mir über dieses Plugin dann nachher auch anzeigen lassen, warum denn jetzt etwas langsam war oder was das Langsame an diesem einen Request war. Aber das spielt an sich alles zusammen. Da muss ich nur die automatische Weiterleitung auf Zipkin unterbinden, damit das funktioniert. Gut. Ja, die Annotations haben wir gesehen. Sonstige Dinge, die es gibt. Das ist dann leider darüber, worüber mein Gehalt gezahlt wird. Also wir haben alles, was Richtung Alerting geht. Das ist in der Demo dann auch automatisch dabei. Zum Beispiel, wenn mein Service down ist, kann ich mich automatisch benachrichtigen lassen. Momentan ein sehr hässliches UI, das wird mit Ende des Jahres besser. Und das Letzte, was wir haben, ist Machine Learning. Alle müssen Machine Learning haben. Wobei, was wir machen, ist Anomaly Detection of Time Series Data. Sprich, ich habe irgendeine Zeitserie und ich habe dann irgendwann eine Anomalie. Das heißt, das System lernt, was ist normal in meinem System und kann dann sagen, das ist jetzt hier nicht mehr normal oder das ist ein nicht erwarteter Wert. Und der weiß dann einfach, nach 3 Iterationen etwa weiß er, was ist denn so ungefähr ein erwarteter Wert und kann mich danach auf derartige Dinge benachrichtigen. Ja. So, andere Dinge, die mir momentan ein bisschen abgehen bei unserem Service. Momentan kann ich alles automatisch provisionieren. Das Einzige, was ich nicht automatisch provisionieren kann, ist unser eigenes Service, weil das noch keine gute Terraform-Integration oder überhaupt noch keine gute API hat. Die wird aber hoffentlich auch bis Ende des Jahres noch da sein. Was wir dann gerne in Zukunft noch machen werden, das ist gerade in Arbeit, sind Rollups, weil momentan kann ich nur die rohen Daten speichern. Ich kann mir aber zum Beispiel meine Metriken nachher nicht aufaggregieren lassen. Weil was ich aus Platzgründen oder nachher auch, um es schneller darzustellen, gerne hätte, ist, dass ich mir ein Rollup machen würde. Dass ich sage, nach einer Woche interessieren mich nicht mehr die 10-Sekunden-Intervalle, sondern nur noch die 3-Minuten-Intervalle oder 10-Minuten-Intervalle von meinen Metriken. Das gibt es momentan noch nicht, das wird noch später kommen. Und wir haben vor ein paar Monaten eine neue Firma gekauft, die heißt Opbeat, das ist so die APM-Richtung, also Application Performance Monitoring. Da ist der Plan, dass dann auch jetzt dann, vielleicht nicht bis Ende des Jahres, aber irgendwann Anfang nächsten Jahres in die anderen Produkte zu integrieren. Da habe ich dann da eine schönere Visualisierung als mit Zipkin und sehe dann auch in diesem Breakdown, zumindest mit JavaScript später, was denn hier passiert ist. Wenn ich das mit meinem GitHub-Code entsprechend verlinke, weiß der, was dieser eine Call, welcher Code hier da dahinter gestanden ist. Wobei das ein bisschen Zukunftsmusik ist. So, Lego. Ich vergleiche den Stack immer ein bisschen mit Lego. Also es kann mehr oder weniger alles oder man kann alles bauen, aber es braucht ein bisschen dieses Zusammenbauen, so wie bei Lego. Also man hat diese ganzen Building Blocks, aber man muss nachher noch ein bisschen was selber zusammenstöpseln. Was wir heute dann zusammengestöpselt haben, waren sozusagen, wir haben die Systemmetriken gesehen, also CPU-Auslastung etc. Wir haben die Netzwerkmetriken gesehen mit Packet Beat, was wir denn für Requests hatten, welche Return Codes, wie lange sie gedauert haben etc. Wir haben mit FileBeat-Modulen gesehen, die Nginx-Logs automatisch passen, SSH-Logs, also Auth-Log und Syslog. Wir haben uns die Application-Logs angeschaut, wo wir gesehen haben, dann in meiner Java-Applikation, welche Return-Codes hatte ich und dann zum Beispiel nach gewissen Fehlern gesucht darin. Wir haben das Ganze, die Uptime gemonitort mit dem Heartbeat, der gepingt hat. Wir haben die Applikationsmetriken angeschaut, also ich bin dann speziell auf JMX eingegangen, wo wir die Memory-Auslastung von meiner Java-Applikation gesehen haben, aber sobald man irgendwas mit HTTP exposed, kann man das nachher einsammeln und visualisieren. Und ganz am Schluss dann mit Zipkin das Request Tracing, wo ich einfach gesehen habe, Requests, die langsam waren und warum sie möglicherweise langsam waren. Gut, ich habe da vorne einen Haufen Sticker, falls irgendwer Sticker möchte. Und es ist noch ein Flaschenöffner übrig, falls irgendwer schnell ist. Ansonsten, ich glaube, wir haben noch 5 Minuten Zeit für Fragen. Gibt es irgendwelche Fragen? Fragen, Fragen, Fragen. Ja. Okay, die Frage war, welche Vorteile habe ich gegenüber anderen Monitoring-Systemen? Das wird dann immer sehr stark darauf ankommen, was du genau machen willst. Ich habe leider nie Subix richtig verwendet, deshalb tue ich mir jetzt gerade schwer, es mit Subix zu vergleichen. Ist Subix mehr auf Betriebssystemebene, oder? Wer hat Subix vorhin? Also mit Subix tue ich mir jetzt gerade beim ein bisschen schwer, es zu vergleichen. Also
wo wir immer sagen, wo wir versuchen, einen Vorteil zu bieten, ist, dass er einfach versucht, mehr oder weniger ein ganzer Stack zu sein, der verschiedenste Teile umfasst. Also Elasticsearch hat ja ganz am Anfang mal mit Volltextsuche begonnen, weil ich gesagt, okay, die machen Volltextsuche. Und dann hat sich nachher irgendwann herausgestellt, zum Beispiel Logs sind auch ein Suchproblem. Und dann ELK oder Elasticsearch ist eben für Logs sehr verbreitet mittlerweile. Nur mittlerweile machen wir zum Beispiel Metriken oder Netzwerkdaten eben auch ziemlich gut und wird mit jeder Version besser. Und die nächsten Dinge, die dann dazukommen, ist eben dieses APM, das Application Performance Monitoring und so. Also die Idee ist mehr oder weniger, dass es ein Stack oder eine Plattform ist, die dann mehr Sachen machen kann. Weil viele andere Produkte sind dann sehr fokussiert. Die einen gehen auf Logs, die anderen gehen auf Metriken, die nächsten gehen auf Traces. Und wir versuchen mehr oder weniger mit einem Produkt das möglichst umfassend zu machen. Oder Pings oder was auch immer. Also wir versuchen da mit einem Produkt möglichst viel abzudecken. Das ist normalerweise die Idee. Weil es gibt natürlich viele spezialisierte Lösungen, aber man muss dann wieder viele spezialisierte Lösungen betreiben und sich mit denen auseinandersetzen. Und wir versuchen sozusagen mit Elasticsearch mehr oder weniger da alles, was man an Informationen haben kann, hineinzupacken und darauf aufbauend dann diverse Visualisierungen zu haben. Und mehr oder weniger diese eine Plattform für möglichst alle Informationen zu haben. Das ist, würde ich jetzt einmal sagen, die große Idee dahinter. Ansonsten muss man sich das immer konkret mit jedem Produkt anschauen. Wie schaut es aus mit Lizenzierung, wie schaut es aus mit Skalierung, da gibt es die verschiedensten Dinge. Aber das kommt dann auf das jeweilige Produkt an. Ja. Ja, die Frage war, ersetzt Beats Logstash? Nein, Logstash wird jetzt nicht verschwinden. Es wird nur die Rolle von Logstash ein bisschen korrigiert, sagen wir korrigiert. Weil am Anfang war Logstash mehr oder weniger die Lösung für alles. Logstash war ja am Anfang Ruby, mittlerweile JRuby. Das heißt, man braucht immer die JVM. Ich habe jetzt eine Java-Applikation gehabt, das heißt, wir brauchen die JVM. Das hat gut funktioniert. Nur Leute, die nicht Java-Projekte verwendet haben, waren dann eben nicht so motiviert, die JVM nur zum Loggen zu installieren. Und da war mal der Bedarf, da eine Alternative zu haben, um die Daten einzusammeln. Das war mit Beats. Außerdem ist Go natürlich ein bisschen effizienter und ich habe eben keinen JVM-Overhead. Wird aber nicht all diese Funktionen übernehmen, weil Logstash hat, glaube ich, über 200 Plugins mittlerweile. Also es kann von den verschiedensten Systemen lesen, kann dann diverse Transformationsoperationen machen oder Daten anreichern und kann das Ganze dann nicht nur auf ein System hinausschreiben, sondern auf verschiedene Systeme. Also wenn ich dann zum Beispiel meine Daten nach S3 ablegen möchte nachher, brauche ich nach wie vor Logstash. In meiner Applikation oder in meinem Demo jetzt habe ich Logstash nicht gebraucht, aber Logstash wird nicht verschwinden. Also zum Beispiel, wenn ich eine relationale Datenbank habe, aus der ich per JDBC meine Daten irgendwie abgreifen möchte und in Elasticsearch übertransferieren möchte, da werde ich weiterhin Logstash brauchen. Da gibt es keinen Beat und da wird es auch, also nie ist immer eine gefährliche Aussage, aber da wird es in näherer Zukunft keinen Beat dafür geben. Und es ist auch nicht die Idee, Logstash generell zu ersetzen, sondern mehr oder weniger, Beats ist der einfache Einstieg, der leichtgewichtig ist, aber sobald man irgendwelche komplexeren Szenarien hat, kann man die dann mit Logstash besser machen. Und in der nächsten Version 6, die heuer noch herauskommen wird, gibt es dann auch für Logstash, für diese ganzen Logstash-Pipelines, was man so hat, gibt es gute Visualisierungen, die Möglichkeit, die Konfigurationen zentral zu speichern, das war auch ein bisschen ein Painpoint, und auch die Timing-Informationen besser zu sehen, wo man dann sieht, wie viel Zeit wird denn in welchem Schritt meiner Pipeline verbracht. Das heißt, für die größeren, komplexeren Anwendungsfälle wird Logstash nach wie vor das Mittel der Wahl bleiben. Für kleinere Dinge, so wie in meiner Demo jetzt, kommt man möglicherweise mit Beats aus. Also deshalb ist auch sozusagen die Reihenfolge, wie wir normalerweise versuchen, die Produkte zu nennen, ist Elasticsearch, weil das ist sozusagen der Kern. Dann Kibana für die Visualisierung und mittlerweile auch immer mehr das Management von dem Ganzen. Dann Beats und das letzte Produkt ist Logstash, weil das mehr oder weniger für die fortgeschritteneren Anwendungsfälle gedacht ist. Wenn ich zum Beispiel so viel Daten habe, dass ich sie irgendwo in eine Queue packe wie Redis oder Kafka, dann brauche ich zum Beispiel auch Logstash, um sie aus der Queue wieder herauszunehmen und nachher weiter zu verarbeiten. Also wird nicht verschwinden. Schnelle Frage. Ich glaube, wir sind fast, Zeit ist fast aus. Die Frage war, ob man das Ganze auf Docker-Ebene machen kann. Entweder über C-Groups oder es gab mal ein Projekt, das Docker-Beat geheißen hat. Also man kann es auch über die Docker-API abgreifen. Ist dann ein Modul, so wie das GMX-Modul, gibt es ein Docker-Modul. Das kann ich dann einfach aktivieren und darüber das Ganze auf Docker machen.
Nächste Version 6 wird auch Kubernetes-Integration bringen, dass ich meine Pods automatisch finden kann und das anreichen kann mit den entsprechenden Metainformationen. Ja, bedient euch bei den Stickern für Fragen, gerne. Ich werde noch nicht zu viel Zeit haben, ich habe nämlich nachher noch einen anderen Talk gleich. Danke.